Are you all right? What about the others? Are those bastards still here? Iron Mask, take it easy. It's all right now. Most were able to escape, and we've survived. Honestly, we got off lucky. It's often worse when a resistance group pops up. Lucky? You call people getting slaughtered like this lucky? This is how things go when you're a Danon slave. You're dead if you stand up to them. Keep your head down and do as you're told. At least then you have a chance to survive. You only have one life. That's why... I should wait for the right moment? Yes. So someone else dies instead while we live another day. Is that what you're saying, Doc? You're willing to risk everything on the chance that things will get better if we wait long enough. But what's the point of waiting if others have to die so that we can live? What do you think happens when someone tries to resist? It'd be one thing if the rebel died, and that was that. But if knowing that, are you really going to tell me our waiting has no meaning? Oh, sorry, ich hab den Button gedrückt. But that's... I understand not wanting to throw away the same lives we're trying to protect. That would be senseless. But if you wait too long, if you get too used to waiting, then eventually you lose the will to fight. I don't want that to happen to me. I've already met the Crimson Crows. People who risk their lives to fight the Renan's rule. People who know they might not live to see us win, but fight anyway to give those who come after a better chance. If my life is at risk either way, then I'd rather spend it fighting. So you've decided to take up the sword? Yes, but not just any sword. It's a sword that only I can wield, but one that's also too powerful to use on my own. I doubt those who fought the Renans in the past ever had something like this on their side. That's why I'm willing to bet everything I have on this sword. I know it might mean more people end up in danger, but... Okay. If that's how you feel, then forget what I said. It's clear your time has come, Iron Mask. Currently, you and that sword are the only things capable of driving the Renans back. It's because of you that we're still alive right now. If there's a way through this for all of us, then I'll put my trust in you to find it. Doc, thank you. Now, remember what you said, and don't ever abandon that conviction of yours, all right? Right. I won't. You've grown so much since we first met, and you've met some good people, too. Maybe you have a chance after all. Ja, hier unser Iron Mask, der steht auf jeden Fall für seine Überzeugung ein. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie kann ich nochmal... Ach, übers Dreieck ging das. Ich weiß aber nicht mehr... Wie konnte ich mir noch weitere Punkte angucken auf der Map, dass ich reisen kann? Ja gut, wir können ja auf jeden Fall, also so geht's auch. Ich glaube, ich muss tatsächlich immer über den Ausgang, in Anführungsstrichen, eines Gebietes gehen, um das nächste betreten zu können. Hurry on in. We've been waiting for you. You're not gonna ask what happened? I can tell enough by the way you look right now. I see. Zephyr, I need to ask you something. Would you have invited me to join you, even if I didn't have the Blazing Sword? Of course. Why, though? There aren't many folks out there who are crazy enough to resist the Renans like we do. So when I find someone with the knack for it, I make sure to keep them close. Plus, you remind me of another guy we lost. Maybe deep down, I'm trying to help you as a way of making amends for what I couldn't do for him. But if you don't want this, just say the word. I'm not going anywhere.
If it weren't for you, I wouldn't even be here. If you say so. All right, come on in. Thanks. Yes. Hey, Eisenmaske, hast du vielleicht einen Moment? What's wrong? Hey, Dairon, womit kann ich dir dienen? Naja, seit du hier bist, hast du ja ständig gekämpft, oder? So langsam mache ich mir Sorgen um den Zustand deiner Waffe. Schließlich trittst du bald Balsef gegenüber. Wer weiß schon, welche Tricks er auf Lager hat. Du musst bestens vorbereitet sein. Zum Glück haben wir einen Schmied vor Ort. Ihr solltet euch mal ansehen, was er gefertigt hat. Got it. Schon gut, ich werde daran denken. Ja, das können wir mal machen. So, Quest beginnen. Schmieden ganz von wo... Ah, wir können selber schmieden. Okay, cool. We've reached our destination. Berate dich mit dem Schmied im Gasthaus. Ah nee, das ist nicht das Gasthaus. Das ist das Gasthaus. Okay, weil ein besseres Schwert zu machen, das kann nicht schaden. Hey. Bist du hier der Schmied? Yeah. Yep, Dairon hat mich schon aufgeklärt. Ich mache nicht nur Werkzeuge für Bauern, sondern auch Waffen für die Karmesinkrähen. Da es hier um dich geht, muss ich einfach helfen. Ich schmiede euch die besten Waffen, die ich mit den Materialien, die ich habe, fertigen kann. Okay, Waffe fertigen. Ein Langschwert. Oder das primitive Schwert. Dafür fehlt mir aber ein Astralkristallkorn. Aber ein Langschwert können wir fertigen lassen. Können wir auch direkt fertigen. Also, was hältst du davon? Gar nicht mal so übel. Das ist das Beste, was ich dir derzeit bieten kann. Bring mir mehr Materialien und ich mache dir was noch Grandioseres. Das ist schon ziemlich grandios. Ich wusste nicht, dass Zeugelteile so vielseitig sind. Good, good. Danke, freut mich, das zu hören. Ich überlasse den Rest dir. Mach Rena die Hölle heiß und befreie uns, ja? Das ist der Plan. So, okay, das haben wir abgeschlossen. Das gibt nochmal Galt. Galt in den Galtbeutel. Is this something you're into? Yeah. These ingenious structures and gadgets and... Oh, verflixt, stimmt, jetzt reden die ja nicht weiter. Ach, verflixt. Never cease to amaze me. Doch. Check out these handle grooves. I'm not sure what I'm supposed to be seeing here. Sie hat auch noch eine Quest für uns. Hey, du bist diese Eisenmaske, die Zephyr hergeholt hat, oder? Kann ich dich um einen kleinen Gefallen bitten? Klar, was ist denn? Yeah. Oh, schön, dass du so hilfsbereit bist. Also folgendes, uns geht das Essen aus. Okay, ich geb's zu, das ist ein ziemlich dauerhaftes Problem hier. Der Boden hier hat wenig zu bieten und unseren Feldfrüchten geht es in letzter Zeit noch schlechter als sowieso schon. Ich bitte dich nicht, irgendwas Ausgefallenes zu besorgen. Etwas Weizen und Kartoffeln wäre schon eine große Hilfe. Ja, wenn wir das haben. Will euch das erstmal über die Runden helfen? Wir haben es außerhalb der Stadt aufgegabelt. Das ist genau, was ich suche. Seid ihr sicher, dass ich es haben kann? So dringend wir auch auf frisches Essen angewiesen sind, das außerhalb wild wächst, kann ich bei all den wilden Zeugeln niemanden bitten, es zu holen. Also nehme ich mir gern was von den Sachen, die ihr habt. Du warst eine große Hilfe. Wir konnten nicht riskieren, den Anteil der Strahlaugen zu senken und damit ins Wespennest zu stechen. Dank all dem Extraessen können wir jetzt alle Kinder satt machen, die in letzter Zeit hungern mussten. Freut mich zu hören. Wir helfen gern, so gut wir können. Ich kann vielleicht nicht dein Gesicht sehen, aber ich spüre, dass du eine gute Seele bist. Ich kann euch nicht viel im Gegenzug anbieten, aber wenn du magst, bringe ich dir ein Rezept bei, das wirklich leicht zu machen ist. Wenn du das Rezept meinst, für das man Weizen braucht, das kenne ich schon. Okay. Okay, und wie wär's mit einem Kartoffelrezept? Das hier ist auch schnell zubereitet und sehr lecker. Die Rettung, wenn man richtig Kohldampf hat. Thanks.
Klingt gut, das probiere ich gern mal aus. Super, solltest du wirklich. Auf nüchternen Magen kann man kaum seine Bestform erreichen. Da hat sie wohl recht. Oh, guck mal, aber auch nochmal 700 Galfe bekommen. Das war doch gar nicht so schlecht. Und diese Acht hier, die kann uns nicht viel geben. I'll take what I can get, really. Let's cook it next time we make camp. Is that why she went along with this? All right, everyone. It's time. Remember, eyes on the prize. We're after Balsef. Nothing else. Cut off the head, and the snake perishes. Hit them head on, however. And we won't make it through the castle gates, let alone reach Balsef himself. Luckily, we have an ace up our sleeve. We need to do everything in our power to make sure that ace reaches Balsef's jugular. To that end, I'll be splitting us up into separate forces. You just said all of us hitting them head on would be useless. Why would we divide ourselves up? 'Cause we're the decoys. We'll buy our ace in the hole the time they need to get in. We only need to cause enough of a ruckus around the castle to distract the enemy. That said, we need to look like the real deal, which is why I'll be tagging along too. You too, Zephyr? So, who's going to take on Balsef? The Iron Mask. I'm counting on you and Shion to make your way to wherever Balsef's hiding. Once there, you drive that flaming sword right through him. You aren't seriously sending in just those two, are you? One of them's a Renin. No one said the plan was perfect. By far, the biggest danger is the one you two will be facing. The fate of this quest rests entirely in your hands, which is why you get the final say. You want out? Now's the time to say so. And if we say no? Then you say no. Just means we're back to square one, that's all. And I go back to being a slave. It's your life. No, it isn't. Ball's in your court, soldier. What do you say? I want to fight. But for what? What are you fighting for? To free the Danans from the yoke of their abusive oppressors. To no longer die at the whim of another. To break the shackles of our enslavers. To live and taste freedom! Now you're talking. I believe we have our ace in the hole, people. Hold on to that belief, and we just might break through that wall yet. And what about you? I was born ready. Now can we get this show on the road? There's a gate on your right once you leave here. Go through it and ride the elevator you'll find. I'll send ahead a few friendly faces to keep watch on your way. If you get into any trouble, look to them for support. We all clear? Good. May this battle herald the end of the Renin's bloody three-century reign. To your battle stations, everyone. Es wird episch. I still can't believe this is happening. We're really about to face off against a Renin lord. Well, you're in pretty high spirits for a guy going into a life and death battle. I'm not saying I'm not worried. But you have to remember, this is the first time any of us Danans have really had any hope. What about you? Are you scared at all? I don't have time to be scared. This is only the first step in a long, long plan of mine. You want to take down all five lords, right? It's hard to believe it'll ever happen. But it will. I know.
I haven't forgotten our deal. See that you don't. That said, if we lose, we might suffer a fate worse than death, you know. That's probably true. But instead of worrying about it, wouldn't it be a better use of our time to figure out ways to avoid that and not lose? I suppose. Whatever happens, I'll put everything I have into winning. You can count on that. Sie wurde bereit geboren. Ach, ich finde die so cool. Aber wisst ihr, was ich gerne mal noch ausprobieren würde? Ich würde ganz gerne mal noch gucken, ob wir es nicht doch noch schaffen, hier in der Schlucht gegen dieses Riesenvieh zu kämpfen. Ich meine, wir können es ja zumindest mal probieren. Also ich würde jetzt ganz gerne vorher einmal abspeichern. So. Ach, guck mal, wie hübsch das aussieht. Mega. Das, falls das schief läuft, dass ich dann jetzt hier nichts verloren habe. Mirage! You're mine! Magna Ray! It's over! Here I come! You're finished! One more! Your mother! Take this! So, den sind wir los. You're mine! Den sind wir auch los. Ach, wie hübsch das einfach aussieht, wenn es dunkel wird. Aber vielleicht kann ich das hier sogar noch ein bisschen... Also ich glaube, ich sollte tatsächlich die Soundeffekte... Weil ich kann einfach... Ich kann die Stimmen nicht so leise machen, dann wird es halt blöd wegen... I'd steer clear of that Zoogle if I were you. Damn. That we... Kommen wir. Oh, die ist Level 43. I have a bad feeling about this. Take it. It's over. Man konnte in anderen Teilen immer abhauen, wenn man lang genug dagegen läuft. Kann nicht fliehen. Ja, das ist natürlich doof. Here I come. You're finished. Take it. Dann sollten wir uns vielleicht einfach nur kaputt machen lassen, oder kann ich? Ja, guck mal, die hat uns sowieso schon umgebratzt. Ja, die ist definitiv noch deutlich, deutlich. Nein, du sollst mich nicht aufheben. Okay, Shion ist tot. Jetzt sind wir auch tot. Okay, dann können wir nämlich jetzt den anderen Speicherstand wieder laden, weil das ist definitiv noch ein ganz kleines bisschen zu viel für uns. Ein ganz kleines bisschen. I can't believe this. So, laden. So. Zack. Gut, weil das dachte ich, ich dachte es mir schon, aber ich wollte wenigstens mal gucken, was für ein Level das Viech hat. Dass wir mal so ein bisschen Plan davon haben, wann wir die Quest vielleicht mal irgendwann in Angriff nehmen könnten. So, also. Muss ich mal gucken, wo geht's hin? Hier oben, was ist, ich komme mit den Symbolen noch nicht so ganz klar, wo wir wann wie hin müssen. In die Garnison. Bei Selbstentthronung. Okay. Gut, auf geht's. Balsef's Castle should be just above us. All right. And let's use that elevator thing. Boah, aber guck mal, hier hinten ist noch einiges, was wir einsammeln können. Lasst uns mal noch eben fix gegen die Wölfe hier kämpfen. No escape! Swallow Blade! Magna Ray! By the power of water! I'm not done! Take this! Aber ich habe es bislang noch nicht geschafft, dass die irgendwie auf dem Boden lagen. Weil wie gesagt, ich hatte in einem Kommentar gelesen, dass ich dann den Weibern nutzen soll, den Skill. I'm right behind you, Shion. Wenn die am Boden liegen. Ach, Pfeffer ist das. Ah. Guck mal, da haben wir noch einen Gegengiftstein. Haben wir hier oben noch was Interessantes?
sind auf jeden Fall noch mehr Gegner. Nesas, lass uns vielleicht hier erstmal mit der Quest weitermachen. Im Endeffekt können wir alles auch immer noch erkunden. Flammengraben. Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing.